Dankeschön. Aber ich finde es sowieso seltsam, dass ein Flammenwerfer scheinbar Standardausrüstung von Antarktis dazu ist. Das habe ich in Spoonies Vlog gesehen. Da hat er gemeint, dass es ihm jemand drauf gebracht hat, auf den Hinweis, dass es zum Enteisen von Rohren gebraucht wird, ein Flammenwerfer, ja, um halt die Leitungen warm zu halten quasi. Also Flammenwerfer, ich habe damit nicht so das Problem unbedingt. Also ich finde es auch nicht unbedingt falsch, aber ich finde es etwas seltsam, dass die von jetzt gleich zwei Stück da hatten. Ja, ja, und der wirkliche Filmfehler ist allerdings, dass wir nie vorher einen der Flammenwerfer sehen, bevor die das erste Mal eingesetzt werden. Wenn sie zu Anfang einfach kurz irgendwie in der Zwischenszene, irgendwie kann man ja in so einem Establishing-Shot irgendwie machen, irgendwie sowas, dass jemand mit einem Flammenwerfer über die Rohre rübergeht oder sowas. Perfekt, dann hätten wir eine Erklärung gehabt dafür, aber so ist das halt. Ne? Ja, klar. Aber gut, zur Bluttest-Szene zurück. In dieser Version ist es jetzt so, dass unsere Protagonistin herausfindet, dass das Ding keine anorganische Materie nachbilden kann. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand eine Titanschiene im Bein getragen hat, oder im Arm war das, glaube ich, dann dann wird die ausgeschieden vom Ding quasi oder sowas und ist nicht mehr drin. Und das gleiche auch mit Zahnfüllungen dann. Und dann gibt es eine Szene, in der sie mit einer Taschenlampe halt jeden Einzelnen untersuchen möchte, ob er Zahnfüllungen drin hat. Und ja, ich glaube, ich wäre ein Ding oder so. Ich habe keine. Aber und sie gesteht ja ein, dass es keine Sicherheitstest ist. Genau, ja. Und es ist schon eine recht wahrscheinliche Möglichkeit, weil ein Großteil der Menschen hat Zahnfüllungen. War 82 schon? Damals weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ja. Vor allem Metallfüllungen waren da, glaube ich, noch auffälliger als heute. Es ist auch so eine kleine Sache noch am Rande irgendwie. Ich habe die ganze Zeit immer wieder vergessen, dass der Film in den 80ern spielt. Das merkt man dem Film auch nicht an. Nee, absolut nicht. Also, aber nur durch Musik im Radio. Ja, ja, die kommt einmal zu Anfang. Ja, also am Ende ist ja das Radio. Während sie den Höhlen, während sie zielt. Der wird uns den ganzen Abend begleiten, der Höhlen, der. Ich würde dich begleiten. Ich werde dir schießen. Ja. Wenn der hier auftaucht. Der ist schon gefroren, aber egal. Also, ja, auf jeden Fall. Es sind vier Leute dann auch da, die entweder Porzellanfüllung oder gar keine Füllung haben dann auch. Und die Spannung, die im Original da war, in dieser Bluttest-Szene, die kommt in dieser Szene auch sehr gut wieder rüber. Also, weil man wirklich nicht weiß, wer es denn nun ist, eigentlich, in diesem Teil. Man weiß, dass Lars es nicht ist. Ja, weil der ist abwesend. Der hat einen Flammenwerfer. Und der hat Füllung. Der hat Füllung. Genau, genau. Der hat eigentlich nur Füllung gehabt. Ja, genau. Das ist also eine sehr, sehr gute, sehr spannende Szene. Eine weitere Szene und für alle, die den Film selber noch sehen wollen und nichts gespoilert haben möchten, einer der wenigen eigenen Einfälle ist auch noch zum Schluss nach dem großen Showdown überleben nur noch und Achtung weghören, die es nicht gespoilert haben wollen, unsere Protagonistin und ein Pilot. Also, nein, nicht der Pilot. Er war Co-Pilot? Achso, ja, das müsste der Co-Pilot gewesen sein, der schwarze also Pilot. Ist so vollkommen wurscht eigentlich, was er ist, ne? Ja. Ich glaube, das ist so ein versteckter... Lars auch überlebt. Ja. Lars ist wichtig in diesem Film, das ist der so. Der kommt noch dran. Also ich habe ihn unter Norwegian Badass vermerkt. Ja, also der Helikopterpilot, ich glaube, das ist so ein kleiner Hinweis in Richtung dem Original. Also weil MacReady? Also Kurt Russells Charakter ist ja ein Helikopterpilot. Also, ne? Auf jeden Fall, der überlebt und er hatte vorher einen Ohrring dran, das wurde auch in der Szene gezeigt. Und zum Schluss, als sie ins Rettungsfahrzeug mehr oder weniger steigen, dann, also den sicheren Weg daraus, da fällt ihr auf, dass er keinen Ohrring mehr hat. Den kann er ja überall verloren bleiben, aber ihr Entschluss ist nun, dass er das Ding sein muss. Und sie verbrennt ihn daraufhin. Und der Film lässt es relativ offen, ob sie ihn umgebracht hat oder ob sie wirklich das Ding nochmal umgebracht hat. Und das ist eigentlich auch noch ziemlich gut gemacht. Das lässt nochmal ein paar Fragen offen zum Nachdenken und sowas. Ich glaube persönlich, dass sie ihn umgebracht hat, weil keine großartige Transformation mehr stattgefunden hat, als er in Flammen stand. Man konnte es aber auch nicht richtig sehen. Ja,
das waren soweit die Szenen, die ich persönlich sehr, sehr gut fand, eigentlich daran. Kommen wir nun zu den ganzen Dämlichkeiten des Films, oder? Ja. Ich weiß nicht, also... es gibt in dem Film einen klaren Antagonisten und das ist der norwegische Forscher, der sie, der die Protagonistin eingeladen hat, in die Station zu kommen und das Ding zu bergen. Und sobald sie es geborgen haben, will dieser Forscher eine Gewebeprobe nehmen und sie wehrt sich dagegen. Sie sagt, nein, das ist keine gute Idee und bla bla bla. Also will das eigentlich nicht und er macht es trotzdem. Sagt ihr dann auch noch, dass er nicht möchte, dass sie ihn vor seiner Mannschaft nochmal so bloßstellt oder ihm so widerspricht. Und was er dann schließlich macht, ist ihr zu sagen, dass sie nicht zum Denken da ist, sondern nur das Ding aus dem Eis bergen sollte. Und diesen Satz einer Wissenschaftlerin zu sagen, das ist irgendwie mehr oder weniger unfreiwillig komisch eigentlich. Also man hätte es auf sehr viele andere Arten und Weisen ausdrücken können, aber sie sind nicht zum Denken hier, ist schon ein bisschen sehr komisch irgendwie. Eine andere lustige, also Szene, die ich persönlich lustig fand. Der Witz am Anfang. Ja gut, zu Anfang erzählen Norweger irgendwie so einen blöden Witz, der ziemlich lustig ist eigentlich. Um diesen Witz zu sehen, müsst ihr allerdings ins Kino gehen. Ich will ihn jetzt hier nicht erzählen. Also guckt euch den Film an, auch wenn ihr nach diesem Vlog alles wisst bereits. Nein, die andere Szene, die ich ziemlich witzig fand, war, dass nachdem das Ding erneut mal wieder aus einem Menschen hervorgebrochen ist, wie es nun mal ganz gerne tut, und die Protagonistin, sie alle das Ding angezündet hat, also zumindest die Dinger, die sie finden konnte, und noch zwei Menschen irgendwie abgefackelt hat, die von dem Ding verwundet waren und da die dadurch automatisch infiziert sind, hat sie die auch gleich halt mit verbrannt und sowas. Dann kommt, hinter ihr brennt alles, sie ist noch ein bisschen geschockt davon, was sie eben tun musste. Und dann kommt der Helikopterpilot an, und Co-Pilot, und fragt sie, wie geht es ihnen oder wie geht es dir? Und sie nickt einfach eben, okay. Und ich glaube, ich würde in so einer Situation tausend andere Dinge sagen. Verdammt nochmal, ich musste gerade drei Menschen sterben sehen. Was glaubst du, wie es mir geht? Hier brennt alles. Würde ich so nicht sagen. Der Charakter war nicht so angelegt, aber ich glaube, ich würde eher zynisch reagieren. Ja, du, aber du hast doch eine militärische Ausbildung hinter dir, oder bist du da? Dadurch wird man nicht Zyniker. Nein, wird man nicht, aber dann wird man. Sie ist Wissenschaftlerin. Sie war an der Uni, sie hat Tiere seziert und sowas alles und aus dem Eis geholt. Ja, sie ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher im Denken oder sowas, aber. Verdammt nochmal, sie hat mehrere Menschen sterben gesehen. Ja, das ist richtig. Stattdessen muss sie da den Badass raushängen lassen und einfach eben nur kurz okay. Ja, das war nicht, vor allem der Charakter war so nicht, der war ja später auch wieder anders. Die Szene war auch völlig dämlich. Ja. Allein, dass die ganze Station dahinter in Flammen steht, fand ich seltsam. Ich meine, am Ende hat die ganze Station gebrannt und die haben alle einfach so getan, als wäre nicht, obwohl das ja. Ja. Echt, naja, so, das war plötzlich so, als ob sie auf einmal vom Angstmodus in den Adventure-Modus gewechselt hätte und jetzt halt nun ja, aktiv wird. Also, ja,